am Sonntag zur Schweinslende mit Sömmchen haben wir auch ein Bier getrunken, war lecker. Allerdings habe ich mich nie richtig besoffen. Ich auch nicht. Ich bin trockener Gags. Hab du nie getrunken. Wow. Bayer, der nicht mal Bier trinkt. Jetzt geht's los hier. Was ist verkehrt mit dir, Gags? Was ist verkehrt mit dir? Hat man eigentlich in diesem Call of Duty Spiel, was ich die letzten Tage gespielt habe, auch so ein Gehör? Weil hier höre ich genau, wo der Gegner ist. Gut, weil ich vielleicht auf der Map kenne. Ich weiß genau, du hörst genau, wo der Gegner ist. Auf welcher Seite, an welcher Ecke, überall hörst du das. Da brauchst du kein 28.1 Headset und Call of Duty. Eigentlich will ich hier da kein Uso trinken. Daten reicht nur für den Chat. Ich schau mal, ob ich das irgendwie dahinter komme. Ja, genau. Ah, Master Chief müsste ich ein mit Schlachten. Du hast. Ach so! Du hast doch immer geschrieben, Master Chief, hier Battlefield 3 ist best und bla und bla. Also ich habe das Dreier gespielt, 7 Minuten oder so. Kann es in den 7 Minuten nicht wirklich viel sehen, aber mir ist langweilig geworden. Ich bin immer noch der Meinung, dass das zweite das beste ist. Das zweite habe ich ein bisschen gespielt. Da bin ich mit Kumpel meistens mitgeflogen im Hubschrauber, war ends geil. Das hat Spaß gemacht, das zweite. The fuck? Jumbo kill. Da ist hier noch einer. Scheiß Winkel, ey. Achso, schade, dass das 2 nicht gezockt ist. Das war eigentlich meiner Meinung nach das Beste. Weiß ja nicht, was die anderen dazu sagen. Ich vergesse immer, dass wir alle Waffen haben. Ich will erstmal einsammeln. Yay, WB. Was? Spielt 1. Oh nö, ist ja eh vorbei dann. Ist ja eh vorbei. Ja, das mit den großen Karten ist mir auch zu langweilig. Da laufe ich dann 10 Minuten rum, suche einen und dann sterbe ich und dann muss ich wieder 10 Minuten rumlaufen.
Naja, gut. Ist ja klar, wenn es dann free to play oder es ist pay to win ist. Aber das Original meine ich jetzt, das Richtige. Wie das Beste. So viele Zeiten hier im Stream, so viele Zeiten gleichzeitig laufen hier. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Ich muss heute wieder früh aufhören. Ihr wisst, ihr kennt ja meine Streams, dass sie bis 3, 4 in der Früh gehen und dann 12 bis 14 Stunden. Aber ich muss in die Klinik morgen in der Früh wieder. Bis morgen Abend. Und ja, dann geht's morgen Abend weiter. Ein paar Stunden und dann am Mittwoch erst nachts fange ich dann erst an. Kurz vorm Release, so ein paar Stunden vorher. Mal schauen. Das kannst du vergessen, Master Chief. Spiel das du doch. Dann merci fürs Zuschauen. Habt noch eine schöne Nacht. Schlaft schön. Träumt süß. Und ja, ich werde mich morgen wieder versuchen zu quälen durch den Tag mit den Scheißschmerzen. Ja, aber schon krass. 3 Stunden bloß, 3,5, krass, ey. Alter, das sind immer so viele. Mindestens 8 war immer. Ja, aber geht nicht anders. Wenn ich jetzt hier bis um 5 mache oder so, dann ist es zu anstrengend, das Ganze. Werde ich ja Mittwoch, Donnerstag probieren. Da, mal gucken. Mal gucken, ja. Also dann, Servus, pfiat euch und macht's gut. Schlaft schön und träumt süß. Bis zum nächsten Mal. Ladies and Gentlemen. Jo, haut rein. Danke, Keksdose. Nach Devo. Mach's gut, Gex, hast einen richtig geilen Stream. Die letzten Tage habe ich es sogar geschafft zu lachen und mich ablenken zu können, obwohl es mir verdammt dreckig ging und nicht mal nachgedacht noch weiter so. Jo. Vielen Dank also für die Gesundheit. Wird schon irgendwie werden und freut mich, dass ich zum Lachen bringen konnte. Dass du ein bisschen abgelenkt bist von den ganzen Scheiß, den du da um die Ohren hast. Ist auch wichtig hier. Die Welt da draußen ist kacke genug. Einfach mit dem Gags abhängen, ein bisschen chillen, quatschen, Spaß haben und ja, sich dann zumindest ein paar Stunden gut fühlen. Das habe ich aber dir anscheinend erreicht. Das freut mich. Das freut mich. Bei einigen anderen bestimmt auch. Die ist halt nicht zugeben. Nach Profi Boy, nach Draxel, nach Pyro, nach Master Chief, nach Lara, sag ich mal, nach Keksdose. Hab schon gesagt. Dann hat der andere immer noch penetriert mich hier. Prepare to fight. Können wir noch kurz zuschauen, oder? Ein bisschen, wie die anderen spielen hier. Ein paar Minuten. Dieser Roadkill hier. Versuchen jetzt die Sachen zu holen. Hat er die. Der andere hat die Rail. Versuchen jetzt langsam die ganzen Waffen zu holen. Performermäßig hat er schon die Tür geschlossen, falls er reinkommt. Er hat sich die Rüstung geholt. Jetzt schießt er schon mal, jetzt kommt er wieder hoch. Auf geht's, komm. Der andere ist fast tot, habt ihr gehört? Der ist fast tot. Und ein paar Treffer ist er tot, der andere. Boah, das leckt hier. First drag. So schön gemütlich kann man das spielen hier. Jetzt versucht er sich wieder aufzuladen, weil er selbst schon etwas angeschlagen ist, aber nicht viel. Wollte sich eigentlich das Arme holen, springt schon hoch, holt sich das Arme. Schießt immer performermäßig so in die Ecken hin.
Weil der andere könnte ja dann kommen. Aber schön ruhig spielt er. Schaut man an, wie schön er ruhig spielt. Schießt immer dahin, wo der Gegner hingeht. Hat den Rocket Launcher und 2-0. 2-0. Nice, nice. Jetzt lädt er sich wieder auf ein bisschen. Schießt du mal in die Ecke da. Weil der andere könnte ja kommen. Hat den anderen unten gehört, dieses Ritt hat man gehört, hat genau gewusst, wo er ist, runtergesprungen, sofort schon mal geschossen. So, da lädt er sich wieder auf. Mega Health, 100 HP dazu bekommen. Oder wie das Ding halt heißt. Läuft immer eine Strecke ab, damit die ganzen Sachen einsammeln kann, voll das Deutsch hier. Jetzt hat er Map Control, jetzt hat er die ganzen Waffen und er hört genau, wo der andere ist und Gott, ist gerade hochgesprungen nach vorne, auf der anderen Seite. Geht er rechts, genau. Da müsste der sein. Jetzt ist er wieder unten. Man hat es gehört. Man hört genau, wo der Gegner ist, was er macht. Und er spielt schön ruhig wieder. Nice, nice. Schön ruhig. Schießt immer davor vor den Gegner. Lädt er sich wieder auf. Solange er oben bleibt, ist alles easy. Oben ist gut. Oben hat er sowieso Kontrolle. Von oben hat er alles. Wie geil er durch die Tür schießt, hat der anderen trotzdem getroffen. Beide haben geschossen auf die Tür. Hat er dann unten gesehen. Jetzt bestimmt Raygun wechseln und schauen drüben, dass er hinschießt. Oder performermäßig genau die Türen öffnen. Nochmal hinschießen. Du öffnest ja die Tür mit dem Rocket Launcher. Genau, hat er ihn gesehen. Genau, immer schießen. Das ist total geil. Das gefällt mir echt gut. Richtig schön taktisch hier macht er das. Jetzt muss er kurz stehen lassen, er hört, wo der andere ist. Oder man hört das so. Der andere bewegt sich gar nicht. Können wir mal schauen, wo der andere ist. Ach, der ist hier unten, okay. Das hat er gehört, oder gesprungen ist. Ja, das ist echt cool. Das macht Spaß, wenn jemand, der es beherrscht und so ruhig spielt. Ich bin da noch viel zu hektisch. Wo ist der andere eigentlich wieder? Der ist genau auf der anderen Seite. Er kommt aber jetzt durch die Tür durch. Jetzt kommt er durch, genau. Jetzt hat. Und er versucht ihn. Wow. In die Ecke gedrängt, in die Ecke gedrängt. Scheiße, er ist tot. Nein. Ja, keine Chance. Er kommt nicht mehr raus. Rakete links, Rakete rechts und tot ist er. Jetzt weiß er, dass der andere oben ist. Genau. Hat man ja gehört, dass er da ist. War jetzt aber nicht sicher, welche Seite. Aber er macht gar nichts mit der. Wow. Das war ein Airkill, nice. Er macht gar nichts mit der Raygun hier, krass. Nur mit dem Rocket Launcher. Jetzt hat Shotgun, okay. Wow, nice. Das ist echt schön. Da ist Ander rausgegangen, Rage Quit. Also dann, hat euch der andere gezeigt, wie man wirklich spielt hier. Also, ich wink nochmal in die Kamera, bis deine Jungs, Mädels. Ich sehe, ihr chattet noch ganz süß hier. Bis zum nächsten Mal.